Show beginnen. Ralf, Mensch. Ja. Lass die Show beginnen, die Freitagsshow. Wieso das? Zum heutigen Freitag, es ist wieder Wochenende. Ich muss mal hier etwas, das Mikrofon etwas zur Seite machen. Es ist Freitag, ja, der Freitag hatte etwas gemischt begonnen und startete dann mit Sonne durch. Ach so, meinst du das? Ich hatte sogar, ich habe eine Warn-App. Die Sturm. Warnt mich vor Terror und anderen unheimlichen Unwettern. Da kam Sturm. Warnung vor Sturmböen. Genau, also wir hatten ja in dem Wetterbericht gestern, am Donnerstag, hatten wir tatsächlich, ich gucke einmal, gucke zweimal, eine Sturmwarnung vor Windstärke 8. Ja, schon. Ist 8 viel? Und in der Nacht war es dann auch ganz schön. Mhm. Ja, hat ein bisschen... Es hat gerauscht. Und soll auch wieder kommen. Die, was? Na, Sturm. Ach so, Sturm. Ich dachte, die Nacht. Die Nacht. Du sag mal, wir wollten doch kein Bier mehr hinstellen. Ach so, wer sagt denn das? Naja, wir wollten doch seriöser werden. Ja, später. Vor Weihnachten noch? Wir sollten erstmal die Leute begrüßen. Hallo Leute. Ja. Herzlich willkommen zu TV Lokal Nummer XXX. L? L, wieso L? Na, für lang. Lang. Ja, wir haben wieder einige Themen herausgesucht, die wir nutzen wollen, um Sie zu informieren über, ja, was so passiert ist, was passieren wird. Und euch den Abend zu verkürzen. Ja, weil ich glaube, wir haben mit der US-Wahl genug Spaß gehabt. Ja, hatten wir. Hast du auch so sehr gelacht wie ich? Ja. Also ich hatte so ein kleines bisschen Träne zwar im Auge. Ich lache immer noch. Also Prost erstmal auf das, was kommt. Auf das, was kommt. Prost, Leute. Stimmt, wir sollten seriöser werden. Dieses schale Bier hier trinken, das ist immer... Das ist die Bestrafung. Das ist einfach eine Bestrafung. Ne? Apropos Wahl. Wahl? Ja. Welche Wahl meinst du jetzt? Nicht die US-Wahl. Welche dann? Es gibt ja... Bürgermeisterwahl. Nein, es gibt ja am 27. November eine Landratswahl. Liebe Zuschauer, nicht zu verwechseln mit der Landtagswahl. Also? Den Landrat wählen. Der Landrat vom Landkreis Oder Spree. Der ehemalige Landrat hat sich ja verabschiedet, mehr Na, oder noch weniger. Nicht ganz, aber er hat keine Lust mehr. Ja, so krass wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Er hat sich verabschiedet. Noch ist er ja. Und nun brauchen wir einen neuen Landrat. Ja, und jetzt haben sich die Kandidaten an den Laternen aufgehängt. Bilder, Plakate, nicht die Kandidaten. Ja, aber sie sind genau so... glaube ich, wie sie da hängen, weiß ich nicht. Eine Vielzahl an verschiedensten Charakteren, würde ich es mal benennen. Also ich kann ja mal Dinge preisgeben, die ich in Form meiner Recherche gemacht habe. Gerüchte? Nein, keine Gerüchte. Tatsächlich. Fakten. Also unsere Kollegen von ODF haben ja die 5 Kandidaten vorgestellt in einer Fernsehsendung. Wir haben uns entschlossen, es nicht zu zeigen. So gut. Es war so grausam. Es war 2 Kandidaten, ich sage nicht, wer es ist, aber 2 Kandidaten sind durchaus bei, wo man sich vorstellen kann, dass sie wählbar sind. Ne? Ich will es zwar nicht jetzt sagen, keine Wahl beeinflussen, aber ich muss dir eine Story erzählen. Na los. Wir haben ja auch alle Kandidaten angeschrieben. Und wollten im Grunde genommen für die Bürger dieses Landkreises, werden wir senden ja im gesamten Landkreis, also die Kandidaten vorstellen. Mhm. Gute Reaktion, es kann auch sein, dass wir den einen oder anderen dann doch auch vielleicht mal hier in der Sendung haben, keine Ahnung. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Und da war dann, habe ich jemand angerufen, wollte mal wissen, naja, das war der Einzige, der noch nicht reagiert hatte, das war dieser linke Abgeordnete. Wie heißt, ich keine Ahnung, weiß nicht, wie er heißt, zumindest ist er Tierarzt, irgendwie in Friedland, keine Ahnung, weiß ich nicht, also sieht, ist ein Tierarzt. Wie ein Tierarzt halt aus, wie sieht ein Tierarzt aus. Naja. Ja, und ich rief ihn dann an und sagte, naja, wir haben ja hier vor, die Kandidaten vorzustellen, und sagte er, oh, nö. Ach, kein Interesse.
Ich sag, ich war dann erstmal sprachlos. Ja, das wäre ich auch. So eine Person des öffentlichen Lebens, was er eigentlich sein möchte. Er will Landrat für die Bürger dieses Landes. Ja, und für euch dann null Interesse, sich vorzustellen, zu sagen, wer bin ich, für was stehe ich? Der linke Abgeordnete, also der Tierarzt. Und da sagte ich, ich bin eigentlich so wie jetzt auch sprachlos immer noch. Und ich sage, das kann ja jetzt nicht sein. Was soll denn das? Ich meine, er will Politiker werden und hat null Interesse an... Eigentlich macht man da so ein bisschen Werbung für sich selber, oder? Ja. Was haben wir denn da? Jetzt haben wir einen Zettel, der reingereicht wird. Ich liebe Zettel, die reingereicht werden. Ach, für die Wahl. Auch mehr. Was haben wir denn? Oh. Ah ja, gut, das können wir zum Schluss vielleicht machen. Das ist also eine ganz brandaktuelle Nachricht. Ja, machen wir auf nichts Schlimmes, Leute. Nichts Schlimmes. Kommen wir doch mal auf die Landratswahl. Jetzt bin ich auch schon so weit. Landratswahl, ich bin verwirrt. Und dieser, das ist ja auch wieder dieses Thema, vielleicht Eisenhüttenstadt, dass diese Landräte durchaus ein schwieriges Verhältnis zu Eisenhüttenstadt haben. Warum auch immer? Selbst der alte Landrat hatte ja so ein kleines bisschen Probleme mit Eisenhüttenstadt, oder? Naja, weniger mit Hüttenstadt. Ich glaube, mehr mit dem ehemaligen Bürgermeister. Also da gab es ja so Differenzen. Ein bisschen besser wurde es ja durch die Frau Püschel, die hatte dann ein bisschen mehr Nähe gesucht. Aber wenn ich dann sehe, dass dieser linke Abgeordnete, von den Linken, dieser Kandidat für die Landratswahl null Interesse hat, sich den Bürgern zu nähern, sie vorzustellen. Des Landes. Es ist unglaublich, also unfassbar. Ja? Aber gut, wir wissen ja, dass Wahlen auch anders ausgehen können. Vielleicht wird er ja gerade deswegen gewählt. Die Trump-Tour. Ne? Wir wissen ja, es ist alles offen, alles möglich. Ja? Trotz Prognosen und Hochrechnungen. Ja, und jedes Volk hat den Führer verdient, wer jetzt gewählt wird. Führer. Ja. Hast du gesagt. Ja. Der heißt ja auch Führerschein, oder? Ja, ja. Da braucht jeder Führer einen Führerschein. Wollte ja die DDR abschaffen damals, Führerschein. Haben sie auch. Hieß ja Fahrerlaubnis. Außer beim Lokführer haben sie es nicht geschafft, den Führer abzuschaffen. Ja. Wusstest du, dass aber immerhin 155.000 Wahlberechtigte im Landkreis gibt? So ich wusste gar nicht, dass wir so viele Einwohner haben. So viele Einwohner haben wir? Ist ja verrückt. Ja. Nicht schlecht. Und du weißt, wir wollten Eisenhüttenstadt wieder zur Großstadt machen. Ja, das haut ja fast hin. Ja. Dann machen wir den ganzen Landkreis zu Eisenhüttenstadt. Ja, wir nennen den Landkreis Eisenhüttenstadt. Ich hatte ein Klassentreffen. Nein. Ja, ich hatte ein Klassentreffen. Und? Wie war's? Es gibt ja einige, die sind hier. Habt ihr euch erkannt? Ne? Naja, bei einer hatte ich meine Probleme. Und einer war in aus wo ist der? Irgendwo Augsburg. Der ist in Augsburg gelandet. Aus der Puppenkiste. Ja, habe ich auch gehört. Der hat unsere Sendung gesehen. In Augsburg. In Augsburg? Per Online? Schöne Grüße nach Augsburg. Ja. Er war auch sehr verwirrt über unsere Sendung, wie sinnloses Zeug wir hier reden. Ich sage, Jürgen, das ist das Format. Ja. Bringen wir euch durcheinander da draußen? Nein. Ja. Naja, ja, das ist ja das Problem, wenn man auch mit den Themen nicht klarkommt. Also wenn man lange weg ist von hier, dann hat man eben den Bezug nicht mehr. Ne? Da kann man doch darüber nicht lachen. Ne? Ja, ja. Meinst du, wir sollten länderübergreifend werden? Ja. Ah, da sind wir ja Mainstream. Da können wir auch mit den drei Buchstaben sowas machen hier. Jo. Wie immer diese Sender heißen. Ja, vielleicht. Ja, und dann erzähl weiter von deinem Klassentreffen. Ja, und es war eine sehr schöne Sache, muss ich sagen. Also, die waren alle so begeistert. Wir haben ja auf WhatsApp so eine Gruppe eingerichtet. Nein. Ja, die schreiben sich immer noch. Willkommen in der Zukunft. Ja. Die WhatsAppen, die alten Menschen. Ja, und dann alle paar Sekunden geht es bling, bling, bling. Und das ist schon die verrückten Alten, ne? Verrückte Welt. Ja, und jetzt wollen die sich alle hier in den nächsten 3 Jahren wieder treffen. Und, ja. Per WhatsApp. War bestimmt schon reduzierter.
Hast du einen Frosch im Hals oder was? Ja, ich habe da irgendwie weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass mir was droht. Du hast mir hier was Schönes hergelegt. Eine neue Broschüre, die von der Stadt kommt, herausgegeben. Bunt und komplex heißt sie. Zentralrat der Stadt Eisenhüttenstadt. Zentralrat. Nein, wo steht denn Zentralrat? Soziale Stadtzeitung. Also ich kannte die vorher nicht, die Stadtzeitung. Es kommt wohl viermal im Jahr heraus. Na schau doch mal, du bist doch, jetzt bist du informiert. Ja, jetzt. Das ist das Ziel dieser Sendung. Wir informieren. Wir gehen dumm rein in die Sendung, kommen schlau wieder raus. Ja, wir fangen schwach an und lassen stark nach. Das hast du gesagt. Wusstest du eigentlich, wir sind jetzt hier. Gibt es da interessante Themen? Naja, es gibt einige interessante Sachen im Anlesen, aber eigentlich... bin ich nicht ganz schlau draus geworden, was das eigentlich soll. Du bist ja schon hinten. Naja, weil ich... Ein bisschen durcheinander, ne? Ich finde hier irgendwie nicht so richtig den roten Faden aus dieser Stadtzeitung. Einige geschichtliche Sachen werden erwähnt hier. Aber, bisschen Werbung dazwischen. Hast du sowas schon mal gehabt? Wurde dir das zugeschickt? Oder? Nein, es geht ja als Pressemitteilung raus. Ne? Ach so. Und die haben ja tatsächlich jetzt 2 Exemplare gedruckt für Eisenhüttenstadt. Und die werden jetzt verteilt. An ausgewählte Bürger. An Ehrenämter wahrscheinlich. Ach so. Wo bekommt man denn sowas her? Also wenn man jetzt eine gedruckte Version haben möchte und nicht aus dem Druck. Eine richtig bunte. Kaputtes hier. Eine bunte. Ich hätte es ja gerne mal. Weiß ja, er heißt ja bunt und komplex. Ja. Ja, im Stadtteilbüro Office gibt es die, ja? Ach so. In der Lindallee. Oder wo ist das? Nein, am Busbahnhof. Busbahnhof. Ey, du bist ja komplett fremd hier, hä? Als Fürstenberg. Naja, du wohnst doch jetzt in Eisenhüttenstadt. Naja, ich muss mich da erstmal mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen. Das dauert. Die Einreisegenehmigung überhaupt erstmal. Oh, ich kann dir sagen. Du, jetzt geht es aber mehr um Ausreise, ne? Ja. So, gucken wir weiter hier. Was hast du mir denn noch für Themen? Ja, und wir haben am Samstag 50 Jahre Verkehrslandeplatz und da gibt es ganz schöne BER Sachen. BER oder was? Nein. Wir haben ja auch hier 50 Jahre Polis. Baustelle BER. Nein, in Politz haben wir doch den Verkehrslandeplatz. Ach so, ja, haben wir. Und der neue Geschäftsführer, der Herr Schmutzler, der macht durchaus einige Veranstaltungen. Ne? Also nicht nur einmal im Jahr, sondern der macht da wirklich regelmäßig. Hatten wir nicht letztes Mal sowas, so eine Pilotenschulung oder irgendwas? Ja, da gab es eine neue Ansiedlung und wie gesagt, jetzt gibt es immer noch diese rundherum um 50 Jahre Verkehrslandeplatz Politz. Und da gibt es jetzt am Wochenende, am Samstag wieder was Interessantes. Es war auch so eine Art Trabi-Treffen. Also nicht nur Flugzeuge, also man kann nicht nur fliegen, sondern man kann auch mit einem Trabi fahren wahrscheinlich. Ach, dann treffen sich dann die Veteranen. Wann bist du das letzte Mal mit dem Trabi gefahren? Bist du überhaupt jemals mit dem Trabi gefahren? Ja, ich hatte 2 Stück von diesen Plastikbombern. Ja? Hatte ich gehabt. Ein Kombi und eine Limousine. Verrückt. Die haben nach 14 Jahren immer Warst noch du so viel... Sekretär? Nein, die haben nach 14 Jahren immer noch genauso viel, mehr Geld gebracht, als sie im Einkauf dann damals, als Neuwert. Verrückt. Warst du der Einzige, oder? Ja, der Einzige. Die waren sehr gefragt. Ja. Lieber Sekretär, bitte dich. Nicht? Nein. Am Donnerstag gab es ja die Verleihung des Stahlliteraturpreises. Stahlliteraturpreis? Wie soll ich mir das vorstellen? Eine Stahlliteratur, was ist das? Das ist keine Stahlliteratur. Das ist der Stahl-Literaturpreis. Ach so. Wird von der Stahlbranche vergeben, also von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Und da sucht man sich in einer Jury aus, wer es verdient hat, jetzt diesen Preis zu bekommen. Das ist der Bambi der Stahlindustrie. Der Bambi der Stahlindustrie. Und der ging diesmal, ich muss mal ablesen, und zwar an Thea Dorn. Wissen, wer Thea Dorn ist? Ja. Interessiert dich das jetzt, ja? Also Thea Dorn schreibt Romane und Sachbücher, Theaterstücke und Drehbücher. Sie moderiert die Sendung Literatur im Foyer und die Talkshow Paris-Berlin auf Arte. Mhm. Mhm. Eine Kollegin. Mhm. Mhm. Also sie würde uns sicherlich... Und sie ist Schriftstellerin. Und sie, ja, und sie hat 2011 gemeinsam mit Richard Wagner das viel beachtete Buch Die deutsche Seele herausgebracht. Aber Richard Wagner ist ja schon tot.
In diesem Roman erschien ihr, also die Unglückseligen. Thea Dorn wird im Rahmen der Preisverleihung zum hochaktuellen Thema Was sind wir oder was kann unsere Heimat heute noch bedeuten? Das hat sie da. Und darüber werden wir am Montag berichten, also über den Stahl-Literaturpreis. Also in unserer Sendung, Nachrichtensendung, zeigen wir dann auch diese Geschichte. Die fand am Donnerstag statt. Wir haben es nicht in die Donnerstagssendung bekommen, weil es relativ spät war. Um 19 Uhr ist die Sendung am Donnerstag vorbei. Ja, und heute kündigen wir diesen Beitrag dann für den Montag an. Achso, ich dachte, du bringst jetzt Wunder, was aus diesem Büchlein hier noch, was ihr geschrieben habt. Das war ein kleiner Programmhinweis. Achso, ja? es war ein Programmhinweis. Jedenfalls, jedenfalls gab es die Verleihung des Stahl-Literaturpreises. Aha, okay. Ja, ist ein Preis. Ja, schön. Wusste ich gar nicht, dass die Stahlindustrie so einen Preis auslobt. Ja, in Eisenhüttenstadt. So, ja, ich meine, dieses harte Stahl und dieses Image und dann Literatur ist so ein Spannungsbogen, nennt man das. Mach mal weiter. Ja. unser Nachbar, nee, ist eigentlich keine Nachbargemeinde. Guben ist keine Nachbargemeinde, ne? Na, ein paar Dörfchen dazwischen, Nachbarstadt. Nachbarstadt könnte man sagen. Ja. Guben ist noch Stadt, ne? Ist Stadt, noch ist es Stadt. Ja. Was wurde da vor 10 Jahren ins Leben gerufen mit viel raufkloppen und geht gar nicht und schlimm, darf man nicht machen, Boykott. Haben Sie die Brücke saniert? Nein. Sagt der Gunter von Hagens ja, was? Ja, sagt mir was. Plastinarium. Stimmt, da gab es damals sehr viel Aufreger um den Mann, der Körperteile und Körper plastiniert. Er wollte ja sowas Ähnliches in Berlin machen. Mhm, durfte nicht. Da sind sie ja Sturm gelaufen. Ja. Und bis heute dürfen auch nicht die Schulklassen dahin. Ja. Und da gab es am Donnerstag dann das 10-jährige Bestehen. Ah. Ja. Das 10-jährige Bestehen und ein paar Bilder hat man uns geschickt dazu, weil ja, wir sind jetzt nicht extra nach Guben gefahren, um das da zu zeigen. Aber, warst du denn schon mal da? Nee, war ich noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch einen Gutschein. Ich kann eigentlich dahin. Aber ist es doch mal jetzt für dich auch wieder so ein Aufruf, so ein Weckruf? Ja, den einzulösen. Den einzulösen. Na? Soll ich mal machen. Ja. So interessant. Das Plastinarium. Tja, das ist durchaus interessant gewesen. Wir haben also die Informationen bekommen, dass man wundert sich, ne? Also erst alle, ja, und schlimm darf man gar nicht. Und dann kommen auf einmal 200 Gäste aus Politik, Medien, Tourismus und Wissenschaft zu diesem Empfang von Gunter von Hagens und machen sich da zwischen den Ausstellungsstücken. Ich weiß mal, ja, ein oder andere nicht, was das Original ist. Das sind doch wie die Motten, die immer ins Licht fliegen. Ja. Wenn was läuft, dann haben sie alle ganz toll gefunden. Und von Anfang an fand ich das so dabei. Toll, so schön. Und wir haben das alle unterstützt. Und wir wollten wirklich, dass das hier an diesem Standort in Guben wirklich zu einem Erfolg wird. Und ja, so. Genau so. Ja. Richtig. Ja. Wie heißt es so? Der Vater des Erfolges hat, also es gibt viele Väter des Erfolges, aber nur einen des Misserfolges. Ne? Ach so? Ist ja auch ein Erfolg, ein Misserfolg. Man lernt von, ne? Ja. Jo. Dann haben wir, wie sagen wir, so langsam, aber sicher, so langsam, aber sicher geht es ja auch in die Weihnachtszeit, ne? Stimmt. Ich habe heute schon ein Stückchen Stolle gegessen. Passt zwar nicht in meinen Diätplan drin für nach Weihnachten. Aber man kann ja nicht rechtzeitig... 2018? Ja, da hatte ich mir fest vorgenommen. Aber es macht so einen heimlichen, wenn man so die erste Stolle isst. Hm. Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt in der Region? Gibt es für dich diesen schönsten... Ich gehe jährlich, ich gebe es zu, jährlich nach Neuzelle. Und den finde ich als schönsten Weihnachtsmarkt. Ich glaube, es ist auch wegen dem Ambiente, ne? Also in den Innenhof und ist so ein bisschen so wie altertümlich. Ich weiß gar nicht, ist das, die letzten Jahre war es ja immer vor dem Kloster, dieser Weihnachtsmarkt. Ich glaube, dieses Jahr wollen sie wieder nach innen ziehen, ein kleines bisschen, oder? Naja, die haben ja den Innenhof, haben sie ja nun fertig. Ist saniert. Der ist ja saniert alles. Also ich glaube, das Ambiente ist schon schön, ne? Also... Aber es gibt ja eigentlich nur einen Weihnachtsmarkt, der längere Zeit auf hat. Das ist der Frankfurter. Ne? Mhm. Also Frankfurt-Oder, die hat ja am Weihnachtsmarkt etwas länger auf. In Fürstenberg soll es auch einen geben irgendwann. Ne?
Haben wir das offen? Ja, da ist auch mal ein Wochenende. Weihnachtsmarkt. Also mindestens kommen wir mal zum Neuzeller Weihnachtsmarkt, der findet ja am 3. Eisenhüttenstadt hat keinen, oder? Ich Nein. meine jetzt Innenstadt. Nö. Seit Jahren schon nicht mehr. Nö. Sind denn dann wieder diese Turmbläser unterwegs? Ja, natürlich. Naja, jetzt nicht die Sache. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also, siehste, da war doch auch irgendwas im Argen gewesen, oder? Naja, solange wie das geht das noch, ne? Und da muss ja jemand wenigstens sich bereit erklären, seinen Balkon zur Verfügung zu stellen. Ne? Wenn es nicht mehr ist. Dann wird nicht mehr geblasen vom Hochhaus. Aber wir kommen trotzdem nochmal zum 23. Neuzeller Märchen-Weihnachtsmarkt im und am Kloster. Sag ich doch, im Kloster. Also tatsächlich auch im Kloster. Und das ist am 3. Dezember und am 4. Dezember. Ist doch schön. Das ist wirklich schön. Oder? Da hast du dann Produkte aus der Region. Leckerlichkeiten, kann man sich einmal hoch und runter essen und trinken. Also ich finde das immer wieder schön. Und die Standbetreiber, die sind deswegen Märchen-Weihnachtsmarkt immer schön so als Märchenfigur verkleidet. Alles möglich, von Frau Holle bis zum Wolf. Ja. Ja. Schauen wir mal vorbei. Schauen wir mal vorbei, da bin ich garantiert dabei. Ja. Das einzige Problem, was man eben hat, dieses Hin und Her. Naja, wie kommt man hin, ne? Zug. Naja. Ah. Zug hin? Kein Problem. Obwohl, mit dem Zug und dem Bahnsteig ist ja auch immer so eine Sache. Oder? Wenn du jetzt so alt und behindert bist. Ja, schafft man nicht, ne? Schafft man nicht. Hatten wir ja schon in der Sendung. Da haben wir Flugplatz Bolitz. Ja, stimmt. Wir können uns ja einfliegen lassen. Ja. Mit einem Lier. Dann haben wir noch ein paar Informationen gekriegt, und zwar es geht darum, dass man jetzt gesagt hat, Brandenburg soll 8.400 Polizisten bekommen und 120 Verfassungsschützer. Das ist angeblich zu wenig. Wurde so. Ne? Haben wir wirklich zu wenig? Aber wenn ich jetzt weiter, ich bin interessanterweise über so eine Zahl gestolpert hier, die verwirrt mich etwas. Ein Krankenstand von durchschnittlich 700 Polizisten. Täglich. 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 700 Polizisten sind krank. Von den 7.900. Ja, manche sind ja 10% Krankenstand. Das ist verrückt, oder? Warum? Ich habe gestern also einen Beitrag gesehen über diese Rücksichtslosigkeit der Menschen gegenüber den Beamten. Mhm. Du meinst, die bekommen ja alle einen auf die Mütze? 700 Leute verprügelt? Das wäre krass. Naja, ich sag mal eins, wenn du jetzt als Polizist unterwegs bist und du wirst zu so einem Tatort gerufen, ja? wie eventuell, wo du vielleicht von vornherein sagst, Mensch, der Fall war so gewesen, dass Ordnungsbeamte der Stadt, Hilfe der Polizei gerufen hat, weil also ein Auto abgeschleppt werden sollte und derjenige, welcher sich massiv geweigert hat. Aha. Und da wirst du da hingerufen und da fährst du, glaube ich, schon mit einem mulmigen Gefühl dahin als Polizist, oder? Na, was kommt jetzt schon wieder? Ne? Und, weißt, dass du so ein Terror-Typ bist. Es war dann tatsächlich so, die gesamte Familie ist auf die Polizisten rauf und hat sie auseinandergenommen. Oh. Man darf auch sagen, welche Nationalität, das waren Griechen. Ja. Das ist das Komische an der ganzen Sache. Da also diese Nachricht, wenn man sie in bestimmten Medien, bestimmten Medien werden also grundsätzlich nie gesagt, welche Nationalität die sind. Außer wenn es Ausländer sind. Da wird es gerade dann verschwiegen. Ja. Ne? Aber es ist vielleicht die südländische Mentalität. Ja, das Aufbrausen. Und sagen, die meinen es vielleicht gar nicht so. Ja. Das ist traurig. Naja. Und wenn du denn tatsächlich denn zum Einsatzort fährst, du wahrscheinlich schon ein mulmiges Gefühl hin und um kein mulmiges Gefühl zu kriegen, lässt du dich vorher krank schreiben. Ja. Auf der Fahrt dahin. Aber 10%, das ist. Ist schon viel, ne? Ist sehr viel. Ist schon viel. Da sollte man doch mal nachprüfen, warum. Ja. Ehe man neue Polizisten einstellt, wovon dann wieder 10% krank sind. Das Thema Altersschließer wird uns nicht verlassen. Apropos, ist Frau Püschel noch im Amt? Das fand ich ja auch sehr lustig. Also, sie hat sich ja freiwillig zur
Entwahlisierung gestellt. Entwahlisierung. Ich habe gehört, sie ist schon wieder auf Jobsuche. Wieso? Sie tingelt wohl durch die Klassenräume wieder und, also, ja. Und guckt nach ihrem alten Beruf. Na, also es ist ja so, sie hat sich ja selber dazu entschlossen zu sagen, liebe Abgeordneten, wenn ihr mich nicht mögt oder ihr und wenn ihr mir keine demokratische Handlung vorwirft in Sachen abschließen, also dieser ganzen Geschichte der Altanschließer. Danke ich. Ja, dann müsst ihr mich abwählen. Mhm. Und dann habe ich mich gesagt, okay, ja, sie will sich da, wie stehen denn die Parteien dazu? Mhm. Und die sagen einfach, egal. 2017 sind so Wahlen, warum sollen wir denn jetzt noch so ein teures Ding? Also ich habe mit der CDU gesprochen, mit der SPD gesprochen und die waren dann auch der Meinung, na, wir gehen ganz normal in die, es läuft so weiter, in die Wahlen. 2017 sind ja Bürgermeisterwahlen. Und dann werden sie sich das Thema sicherlich da aufheben dafür. Ne? Als Wahlkampfthema. Bis dahin wird Frau Püscher am langen Arm verhungern gelassen. Nein, also sie, ja. Ich meine, sie ist ja auch nicht in Not, oder? Ist sie in Not? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein. Sie ist ja Beamtin, also sie kann jederzeit zu ihrem Job zurück. Anders wäre es, wenn du jetzt ein Bürgermeister wärst und anschließend Hartz-IV-Empfänger, weil du keinen Job mehr kriegst, weil dich keiner lieb hat. Ja, wer nimmt dich dann? Kannst du nur die Stadt verlassen. Ja. Auf Wanderschaft gehen. Aber die Frau Püschel ist ja abgesichert. Die muss sich ja eigentlich keine Gedanken machen. Gut, dann brauchen wir brauchen uns jetzt keine Gedanken machen. Ich glaube, sie nimmt es sehr, sehr locker und gelassen, ja. Ne? Apropos locker und gelassen. Gut, dann machen wir abschließend. Wir haben ja vorhin noch eine Nachricht reingekriegt. Die ja, zeig mal, wo ist denn? Also, ich suche die ganze Zeit. Du hast sie. Und es geht eigentlich, Pressemitteilung der Stadt Eisenhüttenstadt. Da steht, Pläne für den Umbau des Bahnhofs nehmen Gestalt an. Nein, doch. Siehst du, ich habe es angeschnitten. Ich wusste, dass sowas kommt in der Sendung. Also, ich lese mal kurz vor, damit die Leute hier... Ja, aber fasse dich kurz. Warte. Im Dezember 2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung ein einstimmiger Beschluss zum barrierefreien Um- und Ausbau des Bahnhofs Eisenhüttenstadt gefasst. Zur Bestärkung dieser Forderung wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Insgesamt konnten 5.430 Unterschriften der Deutschen Bahn AG übergeben werden. Resultierend daraus wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Ein Arbeitskreis. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Genau. Gut. Ziel war es? Ziel war es, alle fachlich Beteiligten wie auch Geldgeber an einen Tisch zu holen, um alle möglichen Lösungsvarianten abzuwägen. Mhm. Das ist politdeutsch. Ja. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe wurde im letzten Ausschuss für Stadtentwicklung am 15. November durch den Vertreter der Deutschen Bahn AG wie auch deren Beauftragten Planungsbüro erläutert. Demnach erfolgen die barrierefreie Erschließung des weiterhin bestehenden Mittelbahnsteigs über einen neuen Tunnel vom neu errichteten Parkplatz. Dieser soll bis zur Westseite reichen, also komplett durch, wo die Stadt Eisenhüttenstadt noch einen neuen Vorplatz gestalten wird. Im Verlauf des Tunnels werden Aufzüge die Barrierefreiheit absichern. Warte mal ab, wir kriegen noch eine U-Bahn hier. Ja. Yep. Na, wenn sie schon mal am Graben sind. Wenn sie am Graben sind, bis zum Rathaus. Ja. Also, nochmal. Es wird also vorne kein Zugang. Es gibt diesen Mittelbahnsteig. Ja. Und der hat ganz hinten, ist ja dieser Parkplatz gebaut worden. Da machen sie einen Maulwurfstunnel durch. Ja. Und in der Mitte kommt ein Aufzug für die Barrierefreiheit. Und dann kannst du da... Und auf der anderen Seite wird noch von der Stadt der Vorplatz gestaltet. Und der alte Tunnel wird bestimmt zugeschüttet. Und der alte Tunnel wird beseitigt. Aha. Und wann geschieht das Ganze? Naja, mir ist bekannt, dass es 2018 losgehen soll. Die Planung? Nein, der Bau. Der Bau. Hm? Planung soll ja schon fertig sein. Oh, vielleicht sind wir schneller als der BER. Oder Stuttgart. Aber die Elbphilharmonie ist fertig. Ist fertig. Ist fertig. Nach 50 Jahren. Ja, hat gedauert. Bisschen mehr. Nach dem Krieg gleich angefangen und dann muss man. Man war zeitnah. Ging schnell. Ja. In Deutschland ist man mit solchen Sachen fix. Ich fand es ja ganz interessant, abschließend noch, ja. Es soll ja ein neues
GPS-System geben. Aber es soll doch schon lange, dieses Gärten Galileo meinst du? Galileo. Aber das gibt es doch schon, also in Planung ist es mindestens schon 15 Jahre, 20 Jahre. Ja, 20 Jahre mindestens, aber man hatte ja immer Probleme, man musste ja die Satelliten mit den Russen hochschießen ja. und so weiter. Aber man konnte doch auch mit europäischen Mitteln die... Das erste Mal ist jetzt eine Ariane-Rakete abgehoben mit 4 Satelliten auf einmal. 4? 4 und jetzt sind die Russen sauer. Ja. Nachdem sie glücklich waren. Aber es soll jetzt die ersten Anwendungen für dieses Galileo ist ja viel genauer als das GPS-System. Das ist ja auch alt. Viel genauer. Also es soll tatsächlich auf 10 cm soll das wirklich... Nein. Und mit diesem neuen Galileo-System sollen zukünftig auch die autonomen Fahrzeuge durch die Gegend brausen. Und die Handys. Und die Handys. Damit du noch genauer geortet werden kannst. Ja, gut. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich gut informiert. Also... Was gibt es noch mehr zu erzählen? Ich weiß ja nichts. Keine Ahnung. Gerüchte? Gibt es noch Gerüchte? Irgendwas in der Stadt? Irgendwas Neues? Gerüchtemäßig unterwegs? Naja, die ECG löst sie. Deine ehemaligen Kollegen haben gesagt, wir lösen uns auf. Ja? Jetzt als Gerücht? Karnevalisten? Oder wirklich? Also der letzte Karnevalsverein der letzte Karnevalist geht von Bord. Oh. Die Titanic sinkt. Also nichts mehr zu lachen in Eisenhüttenstadt hier. Ja, das gibt den Fürstenberg ja nur. Quatsch, nicht den Fürstenberg, den Schönfließer. Den gibt's. Aber das ist ja mehr Fastnachtverein. Das ist ja Fastnacht. Mit Karneval. Fasenacht. Mhm. Rundherum die Dörfer, die haben ja alle. Mhm. Die haben was zu lachen. Ja. Bloß wir hier nicht. Pass mal auf, wenn wir die eingemeinden, die haben nichts mehr zu lachen. Als erstes wird der Fastnachtverein abgeschafft. Ja. Und du, ich habe eine neue Statistik gekriegt über die ganzen Orte, wie die zusammengefasst sind. Ne? Wusstest du, dass es Dilo Ost und West gibt? Nein. Ja. Das kleine mit Dilo. Mauer oder was? Das kleine Dilo hat. Es gibt auch Ober- und Unterlindo. Gut. Die sind sich nicht grün. Lindo ist, war ja mal das längste Dorf der DDR, oder? War das nicht so? Groß-Lindo? Ja. Ja, ist mir so. War mal ein Außenseiter Spitzenreiter, diese komische Sendung. Das war auch schön dabei, ne? Yeah. Und das kennst du, ne? Dann gibt es natürlich einen Ober- und einen Unterlindo, logisch. So viel zur Geschichte. Doppel Geschichte. Ja, tschüss. Wir sehen uns dann in den Nachrichten am Montag wieder und Sonntag die Wiederholung ist natürlich dann auch... Ist dann das alles vorbei? Wetter ist alle vorbei. Alle Veranstaltungen, die wir hier angesagt haben, sind dann außer die Weihnachtsmärkte. Ne? Jo, aber nächste Woche gibt es auch Wetter, habe ich gehört. Ja. Und in der Linderlee ist demnächst dann auch wieder Weihnachtsschmücken. Tschüss dann. Ciao Leute, schau Welt. Atomfreies Wochenende.